So, da bin ich wieder. Ja, es gibt da immer noch einige Probleme, wo jetzt unser schönes Administratorenteam dran arbeiten muss. Ja, es hat jetzt natürlich eine Menge Zeit gefressen. Mehr als entschuldigen können wir uns nicht. Die Administratoren, die arbeiten jetzt mit Hochdruck. Ich denke mal nicht, dass das jetzt hier das einzige Team ist. Ist natürlich ärgerlich, weil jetzt das Auftaktmatch ist. Also, wir haben jetzt das Ganze durchgesprochen, durchgebannt. Und wir haben uns entschieden, oder die Teams haben sich entschieden, es geht auf Grenze. Hier auch nochmal das Regelwerk, wie wir es vorhin besprochen haben. 10 Runden. Und hier ist schon wieder einer raus. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich super. Egal, wir warten jetzt noch kurz. 9 Minuten haben wir die Lobby noch offen. Ansonsten müsste ich nochmal neu starten, was jetzt natürlich sehr ärgerlich wäre. Auf Grenze. 10 Runden, 5 Runden angreifen, 5 Runden verteidigen. Im Wechsel und da ist er wieder und dann geht's gleich auch los. Sobald alle die Häkchen hoch haben, können wir uns freuen, können wir starten. Hier Team Eagle XGR gegen PKU eSports e.V. Bei PKU sind mittlerweile alle Leute bereit. Jetzt warten wir noch darauf, dass sich hier nochmal die letzten Freunde von XGR bereit machen. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Und wir müssen noch warten, 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 warten. So, noch zwei Häkchen und wir können uns dann auf spannende Matches freuen. Oder auf das spannende Match. Ist ja zurzeit noch Best of One. Jetzt liegt alles bei Rampage, der auch nochmal kurz pinkeln gehen, was zu trinken holen. Nochmal tief durchatmen. Der Zwischenzeit können wir hier mal reingucken. Habe ich ja ganz vergessen. Hier gehen wir mal durch. Rampage hier, 107er. Dia, sehr schöne KD, WL. Hier auch nochmal Pharah mit ihrem Platin-Rang. 2 auch hier auch. Und da ist wieder einer raus. Rampage hat's rausgehauen. Ich breche ab. Akira hier auch mit einem Dia-Rang. Catcher, Gold 2, was nichts zu bedeuten hat. Die Underdogs, die werden es machen. Hier nochmal auf Seiten von PKU Styles hier auch. Mit einem soliden Platin-Rang. Platin 2 hier von. Ich nenne ihn mal Yoshi. Haze One hier auch ein Goldspieler. Syntex auch auf einen Platin-Rang. Und G-Nobody, oder Nubi, sorry. Mit dem Dia. Ja. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, was los ist. Na, ich mache das jetzt einfach mal so. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Mal gucken, ob der Kollege überhaupt online ist. So. Alles zu viele Menschen. Den hat es jetzt komplett rausgehauen. Das ist natürlich sehr schön. Ach. Ärgerlich, ärgerlich. Langsam sollte es hier mal losgehen, aber. Wir kämpfen uns heute den ganzen Tag durch technische Schwierigkeiten. So, 5 Minuten hat der Kollege noch Zeit. Dann ist Schicht im Schacht. Hier auch noch nichts. Ja, es bleibt uns halt einfach nur abwarten. Wir können jetzt hier nicht irgendwie großartig zaubern. Was mir auch ausdrücklich auch nochmal hier leid tut, da wir schon seit einer halben Stunde online sind, wir müssen uns irgendwie gucken, dass wir uns da irgendwie durchretten. Aber was will man machen?
Können wir noch irgendwas zum Turnier sagen? Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie was Schönes finde. Ob man hier noch was zum schönen Turnier sieht. Auf jeden Fall hier auch nochmal die Turnierregeln, ne? 4 Teams pro Team. Und da ist der nächste raus. Ja, 4 Teams pro Gruppe. Die besten 2 kommen weiter. Heute läuft komplett die Gruppenphase, morgen die komplette Phase des 16. und, ganz wichtig, und Achtel- und Viertelfinale. Also morgen geht es sofort rund. Da wird einmal alles durchgezogen. Hier wird nochmal getauscht. Morgen seht ihr 16., Achtel- und Viertelfinale. Und Halbfinale sogar, wenn ich mich nicht recht entsinne. Genau, morgen bis zum Halbfinale. Morgen alles mit dem netten Zeusi, der das Ganze für euch machen wird. Er wird morgen von euch von 19 bis 22 Uhr bzw. bis Ende 23 Uhr online sein. Am Sonntag Spiel um Platz 3, was ich eventuell um 19 Uhr machen werde. Finale definitiv Mrs. Heels und Zeusi. Und da werden wir uns auf jeden Fall freuen, was das Ganze für uns bereithält. Wer sich dafür qualifiziert und wie das Ganze dann vonstatten geht. Und es geht endlich los. Das erste Match dieses Turniers im Infinity Cup, sponsored bei Ubisoft und Intel Ninja. Team Eagle XGR gegen PKU eSports e.V. auf Border. Und es geht los. Die Bandphase. Team Orange fängt hier an, der erste Attacker zu sperren. Werden wir heute auch nochmal die Mira in der Verteidigung sehen, die da rausfliegt. Ich bin gespannt. Ash ist auch so eine Kandidatin, die in letzter Zeit sehr oft sehr viel rausgeflogen ist, rausgebannt wurde. Aber hier wird sich für Blitz entschieden. Kann sowohl Glück als auch Leid sein, weil Blitz mittlerweile einer der stärksten Operator ist. Wenn man da nicht zusammenspielt oder das C4 nicht richtig platziert, kann er einen echt hart auf dem Sack gehen. Wie es viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Es tut mir leid, ich habe das Bild wurde nicht übernommen. Entschuldigung. Also Team Blau sperrt Thatcher. Zum Glück nochmal rechtzeitig gesehen. Es tut mir ausdrücklich leid, aber ne, heute ist alles mit Problemen behaftet. Ich weiß nicht, warum Streamless das nicht gemacht hat. Ah, und was habe ich gesagt? Mira wird rausgenommen. Diese 90%, die sagen schon echt viel aus, dass Mira rausgepickt wird. Jetzt ist Team Orange schon mal dran, irgendeinen Verteidiger rauszunehmen. Viele Möglichkeiten, gerade auf Border. Mew zum Beispiel oder Bandit, aber das wäre natürlich ein Genickbruch auch für das eigene Team. Da muss man sich natürlich entscheiden, was nimmt man da jetzt am besten weg. Bandit kann man hier auch, wenn oben gespielt wird, von unten gut kontern. Indem man den ganzen Boden einfach aufrupft. Und es wird sich für Smoke entschieden, was natürlich eine sehr gute Entscheidung ist. Ende der Bandphase. Also Blitzer, Blitz, Thatcher, Myra und Smoke draußen. Erste Runde. Es geht direkt hoch. Waffenlager, Schränke, Archiv für PKU. Und hier wird auch direkt Alibi mitgenommen und ein Jäger. Bisher sieht die Aufstellung noch total klassisch aus, so wie man das halt einfach kennt. Hier diesmal nichts mit Schild, hat aber nichts zu bedeuten. Aber hier eine Termite-Hibana-Kombi. Hier kann versucht werden, von zwei Seiten zu pushen. Je nachdem, wer ganz ausfällt. Vigil-Ela Jäger, sehr starke Roamer. Aber Kapkan wird nochmal gegen Echo getauscht. Und die Ashe gegen Lion. Angreifer müssen so viele Und Banden es lokalisieren und geht entschärfen, wie sie können. endlich los. Hier oben sehen wir direkt den Aufbau, wie man es gewohnt ist. Hier wird alles zugezogen.
auch hier nochmal schön zu sehen, dass auch hier der Hallway zugemacht wird, vorne zum Haupteingang. Was man in letzter Zeit auch ziemlich oft gesehen hat, dass sich dort Holz geschossen wurde, um das Ganze vorne abzuhellen. Richtung Fronten gibt es auch nochmal eine Wand. Bisher sieht man aber noch keine großartigen Camps irgendwie an den E-Stairs. Es bleiben noch 10 Sekunden. Unten aber hier eine schöne Drohne von Akira, um aufzupassen. Oder mittlerweile schon gesehen, dass Haze One sich unten mittlerweile versteckt hat. Das Bombenentschärfungsgerät voll in Funktion. Angreifer rücken vor, um eine Bombe zu entschärfen. Wir gehen in den Angriff. Hier wird auch direkt geguckt, ob sich hier irgendjemand traut rauszugehen. Aber alle hier erstmal einen Spawn, direkt Rampage raus mit der Camp. Will sich natürlich erstmal gucken, ob sich Haze One hier unten irgendwo versteckt. Mittlerweile wird hier erstmal nur gedroht, ist ja noch kein großartiger Push. Irgendwo was gesehen, aber hier Rampage schon drin mit dem Bug. Haze One hat ihn schon im Blick. Aber jetzt muss er sich bewegen, jetzt muss er rotieren. Jetzt wurde er von den IOD entdeckt. Jetzt steckt er in der Klemme. Muss ich gucken, dass er sich da irgendwo rausrettet, weil die Drohnen ihn natürlich sehr hart auf den Fersen sind. Rampage ist da schon die Chance. Hier kommen direkt die ersten Schüsse und der Opening Frag. Rampage hier und Trailer direkt den Second Frag gegen Yoshi. Direkt gut aufgepasst in der Zollinspektion. Direkt zwei Leute sehr früh aus dem Spiel genommen. Hier auch nochmal von Akira nochmal gucken, eine Überblick verschafft, ob sich hier irgendwo noch einer versteckt. Hier nochmal die Drohne zerschossen. Oben wird sich mittlerweile aufgebaut. An den E-Stairs steht schon die Ferrer langsam bereit. Aber hier Nubi gut aufgepasst mit dem Echo. Zieht hier den Rampage unten raus. Durch das schöne Pico, was er sich da gemacht hat. Bandit passt hier auch nochmal auf. Setzt hier nochmal seine zweite Ladung an. Und Thurman steht erstmal davor. Hat jetzt hier erstmal eine Claymore nur platziert. Vorne, bevor jetzt hier der Runout von den Herrschaften kommt. Bisher noch nichts Wildes, Syntex noch ein bisschen am rumrotieren im Archiv hinten. Ketcher steht da hinten noch ganz ruhig. Akira verschafft sich auch nochmal hier den Überblick und wird sich erstmal aufgebaut. Eine Minute Spielzeit noch auf der Uhr, noch genug zu laufen. Hier wird direkt die nächste Drohne losgeschickt. Blackbeard sucht sich jetzt nochmal raus. Wir gehen mal rüber, was machen wir jetzt? Wie tun wir es jetzt? Jetzt wird erstmal nochmal schön hier aufgepasst. Mittlerweile die Drohne weg. Aber hier wird am Office direkt aufgemacht. Hier direkt die ersten paar Schüsse von der Echo-Drohne. Ela rotiert rum, aber Trailer passt hier gut auf und zieht den Frag gegen Syntex. 4 zu 2 Situation, 25 Sekunden noch auf der Uhr. Styles mittlerweile im Office und wartet. Was im Archiv und wartet erstmal, was jetzt los ist. Hier wird er nochmal ausgedrungen. Muss natürlich jetzt sehr stark aufpassen, dass hier noch einer kommt. Hier kommt das hier. Aber verfehlt. Hier trotzdem Styles holt Akira raus. Trailer holt sich aber direkt den Refrag gegen Styles. Nubi zieht hier nochmal durch, holt Trailer raus. 2 zu 1 Situation. Aber noch mit der Echo-Drohne das Ganze gerettet. In der letzten Sekunde. 1 zu 0 hier für PKU auf Border. Was ein Auftakt. Wir werden uns das Ganze jetzt weiter ansehen. Lüftungsraum, Arbeitsraum, gehen sie runter, die Jungs. Nehmen hier ein Kessel mit, wird wahrscheinlich auch hinten mit dem WC mitgenommen. Aber sehr, sehr spannende erste Runde hier. In letzter Sekunde noch mit der Echo-Drohne das Ganze gerettet. Der Plan nahezu durch. Und die 2 zu 1 Situation hätte ihn das Genick brechen können. Hier die 6. Pickphase. Hier wird auch nochmal getauscht. Hier Nubi nochmal den Echo mitgenommen. Rampage switcht auf die IQ. Mit den Drohnen war das natürlich nicht so der Erfolg, wie sie es sich vorgestellt haben. Hier von XGR, dass man da nochmal irgendwas dabei hat, wo man sofort kontern kann. Weil das war eine Ansage.
Die Angreifer müssen so viele Bomben lokalisieren und entschärfen, wie sie können. Auf geht's! Ab in Runde 2. Ace One sich direkt nach oben. Bombe von Angreifern lokalisiert. Hier natürlich sofort die Wände zu. Und wie man es gesagt hat, Styles macht hinten das WC zu. Vorne die Wände. Nach oben hin sieht man noch keine Holes irgendwie Richtung Bravo. Hat aber nichts zu bedeuten. Hinten auch schon die Rota hinten. Trailer macht sich aber oben schon mit seiner Camp bereit, um das Ganze nochmal auszukundschaften. Hier von Akira auch nochmal eine sehr, sehr schöne Camp im Office. Wo man jetzt auch nicht mit rechnet. Vigil sucht und sucht und sucht. Wird aber nicht fündig. Und hier noch in den letzten Zügen wird hier noch die Tür zugemacht. Hier wird direkt losgestürmt Richtung Ziel. Bisher sieht man noch nichts Gefährliches. Hier, Yoshi rennt mittlerweile die Stairs hinten hoch. Aber erstmal noch alles ohne Verdacht. Bisher sieht man auch noch relativ wenig, außer dass Rampage sich mittlerweile hier schon bereit macht. Weil das mitgekriegt hat, dass sich jemand da an den Stairs zu schaffen macht. Oder sehen wir es hier auch. Yoshi steht noch unten in den Löchern. IQ oben bereit, aber lässt die Nate droppen. Hier wird nochmal aufgepasst. Hier mittlerweile zurückrotiert, aber Hatch ist offen. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der Push hier oben zu schnell kommt. Haze One oben auch ganz alleine auf sich gestellt. Aber Nubi hier gut aufgepasst. Holt direkt Rampage raus. Somit der Opening Frag hier gegen IQ. Eine Bombe wurde lokalisiert. Hier wird auch nochmal mit der Drohne geguckt, gemacht, getan. Akira sehen wir hier noch, wie er sich nochmal hier mit der Drohne ein bisschen Vision verschafft. Sophia hängt hier auch noch am Seil. Aber bisher sehen wir noch nichts Gefährliches. Es wird erstmal nur geguckt, gemacht, getan. Nochmal geguckt, nochmal gemacht. Aber bisher bleibt erstmal noch größeres auf. Der Aufbau bleibt derweil noch ein bisschen aus. Natürlich muss man hier aufpassen, der Roma oben hier. Haze One muss natürlich gucken. Jetzt wissen die, er ist hier irgendwo im Raum. Wo genau, wissen die natürlich jetzt nicht. Aber hier müssen wir natürlich gucken, wie das Ganze läuft. Und hier, er ist drin, setzt er sich durch. Und hier, Trailer setzt sich gegen Haze One durch. Somit funktioniert der Aufbau schon mal nach oben. Sophia macht ja mal ein paar Mörderholes runter. Um zu gucken, ob sich da unten irgendjemand versteckt. Ob man hier nochmal einen schönen Trick. Aber hier wird auf den Head aufgepasst. Und hier wird er rausgenommen. Styles gegen Sarah. Gut mit Castle aufgepasst. Aus dem Peak rausgezogen. 4:3 Situation hier für PKU. In der Verteidigung zurzeit sehr stark. Sehr, sehr starkes Gameplay zu sehen. Hier hinten rotiert nochmal Syntex rum. Jäger oben an den E-Stairs. Muss natürlich aufpassen. Ibana noch ein paar. Watch und Akira mittlerweile hier mit der Turmerleitung hier nochmal eine Vision zu verschaffen. Nochmal zu gucken, ob man vielleicht da noch einen wegholen kann. Aber denied. Hier der Jäger und holt er ihn. Ja! Syntex holt hier Catcher, aber Yoshi holt ihn durch die Wand, aber passt nicht genug auf. Akira kann hier den Reflex gegen Yoshi ziehen. Hier sehen wir noch Trailer verletzt am Boden. 10 Sekunden am Boden, aber Syntex und passt auf und holt hier den Double. Somit 2:0 für PKU hier in diesem Match. Es bleibt immer weiter spannend. Sehr schöner Auftakt hier zu sehen, trotz den anfänglichen Fehlern. Wird hier nochmal gezeigt, was das Ganze zu bedeuten hat. Dritte Runde und bisher konnte sich PKU hier in der Verteidigung sehr stark durchsetzen. XGR muss sich jetzt langsam was einfallen lassen. Natürlich die 2:0 Führung, die sagt erstmal noch gar nichts aus. Es können noch ganz andere Matches gedreht werden. Aber hier sehen wir ganz schön, wie die Jungs sich darauf vorbereitet haben, dass man gesagt haben, hier passt auf, jetzt gehen wir ab. XGR enttäuscht mich nicht, zieht das Ding jetzt durch, krempelt den ganzen Laden nochmal um, macht die ganze Scheiße rund. 2:0. 8 Runden sind noch zu spielen. Oder wenn es dann halt zum Matchball kommt, noch 4. Aber es ist noch genügend Zeit. Hier wird auch nochmal Sledge auf Lion getauscht. Unten wird auch nochmal zum Echo gewechselt. Aber wir bleiben gespannt. Hier Zollinspektion, Vorratsraum direkt gepickt. Hätte ich nochmal gesagt, wir machen das, wir machen jenes. Nein, wir gehen jetzt mal auf Zollinspektion.
Und es geht auch direkt weiter in Runde Nummer 3. Hier diesmal Legion mitgenommen von Haze One. Peko ist halt mit dem Nuke. Diesmal wird auf Dokkaebi gepockt, was natürlich auf der Map natürlich ein sehr starker Operator ist oder generell ein sehr starker Operator. Die MK4 zum Schluss, die MP und ihre Fähigkeit machen sie quasi imbar. Und da wird man jetzt gespannt sein, wie das Ganze ausspielt. Gerade in Kombination mit Lion kann man sich natürlich hier einen sehr guten Augenblick verschaffen, wo man natürlich halt die Frag ziehen kann. Hier zum Hintereingang wird erstmal alles zugemacht. Hier auch nochmal ein paar Mühlgemmer dran. In den Westen auch. Alles dicht. Eine Rotary nach A. Oben sehen wir der Hedge auf Syntex und Yoshi oben einsatzbereit. Farah fährt hier nochmal durch die Waffenlagerschränke. Gehen wir jetzt hier die Airshow. Hier wird auch nochmal geguckt, gemacht, getan. Hier wird gesehen, ah, da ist einer. Akira geht schon mal nach oben. Die Rampage macht sich vorne mit Lion einsatzbereit Richtung CCTV. Aber bisher wird erstmal nur abgeaimt. Hier nochmal geguckt, jetzt hier nochmal vorsichtig zu spielen. Nicht einfach blind links reinrennen. Muss langsam was passieren. Tyler rotiert langsam nach hinten rum. Hier wird aufgepasst. Aber hier kommen schon direkt die ersten Schüsse. Rampage hat Hits gezogen. Und muss jetzt aufpassen. Syntex hier direkt die Arschkarte gehabt. Aber hier dazu hier. Aber Rampage aufgepasst. Hier zusammen mit Tyler Yoshi aus dem Verkehr gezogen. Beide hart Hits gezogen. Und hier kommen direkt die ersten Schüsse durch die Wall. Leider knapp vorbei. Hier noch mit Half-Life Syntex kann ich da nochmal rausretten. Muss natürlich dahin aufpassen, aber hier Rampage zieht das Ganze nochmal durch. 5 zu 3 hier für XGR Team Eagle. Und jetzt muss aufgepasst werden. Anderthalb Minuten noch auf Uhr, alles ist offen. Jetzt werden erstmal die Camps gehackt. Nochmal geguckt, ob man sich da noch verschaffen kann. Die Blendgranate war jetzt nicht so gut. Aber nach oben hin wird hier von Styles aufgepasst. Hier Rampage erstmal resettet. Jetzt muss das gemacht werden. 5 zu 3 Situation. Hier wird auch nochmal versucht, dass Trailer resettet wird. Ja, da hat die entscheidende Hälfte gefehlt. Oben nochmal alle blind. Eine Minute noch auf die Uhr. Alles noch offen. Styles macht sich mittlerweile hinten einsatzbereit, um hier nochmal zu agieren. Hier von der Hauptlobby aus nochmal zu gucken. Immer mal wieder rüber zum Schalter. Legion seine Traps auch gut platziert. 5 zu 3 Situation bleibt weiterhin bestehen. Und jetzt muss langsam was passieren. 35 Sekunden noch auf der Uhr. Das ist nicht viel Zeit und hier muss nochmal Gas gegeben werden. Hier ist nicht so viel Zeit gelassen. Aber hier, Nubi holt Trailer raus. Echo hier gut aufgepasst. Geht nochmal nach oben und holt hier den zweiten Track. Holt hier nochmal Kira raus. 3 zu 3 Situation. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Jungs müssen aufpassen. Aber hier Haze Run als Rampage auf dem Fan. Versucht zu gehen, aber leider denied. 3 zu 2 Situation. Hier sehen wir noch was vom Catcher. Hier nochmal rein. Aber hier muss noch was passieren. Mit der Bearing in der Hand. 3, 2, 1 und die dritte Runde. Dritte Runde in Folge hier für PKU. Man sieht hier ein sehr starkes Verteidigungsgameplay gegen Team Eagle. Es hat so schön funktioniert, die 5 zu 3 Situation gehabt. Leider nichts draus geworden, trotz Überzahl. Aber hier muss nochmal Gas gegeben werden. 3-0. Zwei Runden bis zum Matchball. Und zwei Runden bis zum Switch. Hier wird nochmal direkt hochgegangen, Waffenlagerschränke. Archiv mit der Valkyrie dabei. Nach der Aufdeckphase wird sich glaube ich auch nicht so viel ändern, weil never touch a running system. Hier wird aber die Valkyrie doch nochmal getauscht gegen den Echo. Wie wir es jetzt in der letzten Runde immer gesehen haben, immer voll was anderes gepickt und immer wieder den Echo genommen. Aber auf Seiten der Angreifer wird hier auf nichts verzichtet. Alles bleibt wie es ist. Diesmal mit einem Jackal. Und
da hoffen wir uns, dass die Roma-Jagd natürlich ein bisschen schneller vonstatten geht. 3:0. Und wir starten hiermit die vierte Runde in diesem schönen Match. Auf dieser schönen Karte. Und hier sehen wir auch direkt, hier wird nicht viel geändert. Hier wird nochmal das gleiche so runtergespielt, wie es gerade eben schon einmal funktioniert hat. Bisher sehen wir auch noch nichts hier. Nochmal Akira die Camp im CCTV. Catcher platziert seine Camp schön vorne im Office. Unten fährt die Farah noch ein bisschen rum, um da sich nochmal die Vision zu halten. Die Haze One rotiert derweil hinten schon an den Easters. Macht sich schon mal auf etwas bereit. Aber bisher sehen wir noch nicht irgendwie großartig irgendwie was Gefährliches. Hier wirklich auf Spawn Peak versucht gar nichts. Hier auch nochmal der schöne Schluchtspawn. Ace One mittlerweile aufgedeckt worden. Jetzt muss er natürlich aufpassen. Und zack, da geht auch schon direkt die Logic-Bomb raus. Hier von der Dr. Abby, um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Hier direkt entdeckt Vigil an den Easters. Aber leider keiner. Doch, hier, Rampage. Rampage wartet unten. Rampage wartet unten. Hinter den Opening Crack. Er gibt Hits und er holt sich ihn. Rampage hier setzt sich gegen Haze One durch. Er hat ihn nicht kommen sehen. Syntex macht sich aber oben schon mal einsatzbereit. Wartet am Office Entrance an den Double Doors. Zielt natürlich rüber, aber kann sich hier nichts weiter erlauben. Hier in aller Ruhe noch das Flamer gesetzt. Hier direkt die nächste Cam nochmal losgeschickt. Nochmal geguckt, wie wird das Ganze jetzt gemacht. Hier natürlich PKU direkt in die Gänge zurückgedrängt. Jetzt muss hier aber aufgepasst werden. Akira passt hier natürlich auf. Muss natürlich auch aufpassen, dass hinter ihr jetzt nichts Dummes passiert. Aber hier muss nochmal Gas gegeben werden. Hier auch ein sehr schönes Hall von Rampage. Hier wird nochmal aufgepasst. Echo-Drohne, aber auch im Office unterwegs. Vorne wird auch nochmal gut gegengekontert. Jetzt muss langsam was passieren. 1 Minute 20 auf Uhr. Aber Rampage wurde hier rausgenommen. Gut aufgepasst. Hier von Styles. 1 Minute 10. Mittlerweile kommen die Jungs und Mädels in Gange. Akira versucht es halt immer wieder vorne noch irgendwo was zu placen, aber Bennett passt dahinter ganz gut auf. Hier direkt die Logic-Bombe wieder durchgezogen und hier wird erstmal noch die Echo-Drohne gejagt. Alles baut sich auf die Seite auf, aber bisher sehen wir noch nichts großartig, wie man jetzt sagen kann. Jetzt kommt der Push. Catcher geht mittlerweile rum. Muss natürlich aufpassen, aber die Ash hier auch schon platziert. Und C4! Styles gut gekontert hier. Holt Ash raus. Und da ging es los. Syntex gegen Akira, Styles gegen Catcher und Syntex holt auch die Ferrer weg. Lecko Funny sind da jetzt die Kugeln gefallen. Hier nochmal von allen Seiten gut aufgepasst. 4:0. Runde Nummer 5. Oh Mann, was ein Fest hier. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie hier übereinander hergefallen wird. Jetzt zum Schluss doch mal hier der Frack, die Frack-Kette, die da zu Ende runterkam, wo einfach nochmal Gas gegeben wurde, um das Ganze jetzt nochmal sicher nach Hause zu bringen. Der schöne Konter hier mit dem C4 und jetzt muss langsam echt mal was passieren, Jungs. Es muss was passieren. Diesmal wird aber auf den Echo verzichtet von Numi. Jetzt wird mal eine Kev mitgenommen. Aber Rampage entscheidet sich trotzdem noch für die IQ. Und diesmal aber von Styles einen Maestro. Was auf diesem Spot, Lüftungsraum, Arbeitsraum, natürlich sehr interessant werden kann, weil es dann natürlich sehr, sehr fiese Spots gibt, wo man die Camps natürlich gut placen kann, wo man den Gegner natürlich ganz lange hinhalten kann. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Und ab dafür. Runde 4 startet hier in diesem Auftaktmatch. Runde 5. Runde 5.
hier den echten Camp platziert, wo das Ganze ist. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, was hier Kollege Schürschuh veranstaltet. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt sich hier mit seinem Camp einfallen lässt. Hier auch eine schöne Camp- und Zollinspektion. Hier wird auch natürlich aufgepasst, auch direkt oben der Hatch wieder geöffnet. Hier weiß man natürlich sofort wieder, da ist jemand. Noch 5 Sekunden. Und Ubi macht sie oben mit der Camp einsatzbereit. Angreifer haben den Bombenentschärfer. Hier sehen wir es nochmal, wo die Camp platziert wird. Ich hätte noch ein ganz paar fiese Spots, aber ich spiele ja leider nicht mit. So, hier wird diesmal direkt aus dem Osten rübergegangen und vom Schlucht. Akira macht sich direkt auf den Weg mit der Cam, guckt sich hier nochmal durch, wie das Ganze jetzt angegangen wird. Jetzt muss natürlich vorsichtig gespielt werden. Ubi macht sich hier schon mit der Cam einsatzbereit, wartet unten an der Passkontrolle. Vorne wird hier auch nochmal gemacht und getan. Nochmal ein bisschen Stacheldraht verteilen, damit es nicht alles allzu schnell geht. Hier werden ein paar Shots verteilt, ohne zu wissen, dass da eigentlich gar keiner ist. Aber so wie wir es gerade schon mal gesehen haben, Yoshi versteckt sich hinten an den Stairs, hier mit Vigil. Kawaira wartet unten immer noch ruhig die Zeit ab. Bisher ist ja auch noch keine Hektik. Akira hier einsatzbereit, macht ihn auf den Weg ins Office rein, aber hier kommen direkt die Shots. Hier muss er natürlich jetzt aufpassen, jetzt ist er im Bedrängnis. Was wir jetzt gemacht, oben wird die komplette Kontrolle gehalten. Es muss jetzt nur noch vertikal runtergespielt werden. Aber erstmal gucken, wie wir das Ganze machen. Hier wird direkt natürlich im Wachlager, ich denke, den Hedge und hier im Archiv die Hedges geöffnet. Hier ein sehr schönes Hall vom Feuer, da passt nochmal auf. Ich hat ihn nicht gesehen, aber hier kommen natürlich die Shots. Er wartet jetzt erstmal nach unten, ist hier ganz normal. Hier noch ein paar Hits gezogen von der Seite. Und sehen wir's? Nein! Aber doch, hier! Er hat ihn gedownt. Catcher zieht den Fracking Haze One. Unten liegt unser Yoshi natürlich schwer verletzt. Aber die Jungs und Mädels wissen das natürlich. Aber hier natürlich keine Chance. Akira gibt ihm jetzt die letzte Kugel. Rampage hier, aber auch sehr schön gegen Syntex durchgesetzt. Hier auch nochmal durch die Holes geholt. Jetzt hier nochmal mit der Splittergranate versucht, irgendwie was dran zu machen. Noch 48 Sekunden auf Uhr. 5:2 Situation. Sehen wir. Hier nochmal vorsorglich die Cam. Aber Style setzt sich hier gegen Rampage durch. Und Nubi holt Terra aus dem Match mit der Kawaira. Und schafft er es? Und er schafft es! Hier der Double Frag, aber Trailer passt auf gegen Nubi. Nur noch Maestro, der Endgegner. Und schafft es! Und er zieht es doch 1:1. Maestro, Hard Hits. Capitao noch zu leid. Verschießt aber zieht sich durch. Hier die erste Runde für XGR Team Eagle. 4:1. Da kommt doch noch mal das Comeback, was wir alle sehen wollten. Runde 6. Hier noch mal die letzten paar Sekunden brenzlig geworden, aber dennoch gut gelöst. Der wohlverdiente und lang ersehnte Punkt. Und damit geht's auch direkt weiter mit Runde 6. Hier der Rollenwechsel. Jetzt geht das Ganze andersrum. Jetzt spielen wir das Ganze rückwärts. Jetzt sehen wir mal zu, was XGR in der Verteidigung schafft und ob PKU sich hier im Angriff durchsetzen kann. In diesem spannenden Match. Akira nimmt sich hier auch direkt den Echo mit und Syntex switcht vom Bug auf die Ashe. Und weiter geht's. Wird es jetzt hier noch der Umkehrschluss, den XGR sich erhofft? Hier muss jetzt nochmal nonstop gekämpft werden, um zu verhindern, dass PKU hier sich das Ganze zu leicht macht. Vor der Entschärfung durch die Angreifer. Wir gucken uns direkt an, wie XGR Team Eagle sich das Ganze hier aufbaut. Hier sieht man auch direkt, wo das Ganze hinführt.
Bisher sehen wir auch noch keine großen Camps hier auf Seiten der Angreifer. Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber hier sehen wir auch das erste Mal eine Twitch. Umherfahren macht sie jetzt hier noch in aller Seelenruhe nochmal ein paar Camps. 10 Sekunden noch bis zum Einsatz. Aber das ist ja noch nicht wild. Platziert sie schon mal hier. 5 Sekunden. Aber holt hier direkt das erste ADS weg, natürlich total deplatziert dort. Angreifer haben ihren Entschärfer. Das war natürlich jetzt das gefundene Fressen hier für die Drohne. Und hier oben sehen wir, hier werden noch die. Oh, hier werden noch die Wall zugemacht zu den Double Doors hinten. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Kann man machen, sieht man eher selten. Aber sobald sieht das Ganze erstmal solide aus. Hier wird sich auch von Style schon mal aufgebaut. Wird nochmal geguckt, hier an den Easter Star nochmal eine Wildenverschaft, ob sich irgendeiner versteckt. Unten wartet aber Trailer, was bisher noch keiner weiß. Eine Bombe wurde lokalisiert. Hier kommen schon direkt die Haupt. Durch die Haupttür die paar Schüsse rein. Die ist ja noch nicht erwischt worden. Aber jetzt ist er natürlich, er ist hier unten. Jetzt muss er rotieren. Jetzt muss er weg. Kickt hier direkt hart. Sehr hart Hit. Da ist einer drin, aber hier die Flashbang. Aber beide geflasht. Genau, ein paar Schüsse. Wäre da nicht die Wand zwischen, wäre das ein schöner Header gewesen. Jetzt geht der Jäger nochmal durch, zieht hier nochmal ein paar harte Hits. Muss natürlich aufpassen, aber hier, gutes Tag-Team. Syntex holt sich hier aber den Track gegen Trailer. Bandit oben, ganz schön hart angeschlagen, kann sich nach vorne nicht mehr hintrauen. Nach vorne ist mittlerweile die Wall gefallen. Hier zieht er aber nochmal hart Hits gegen Styles. Aber Syntex hier, gut geregelt mit der Ash und holt ihn mit der Sprengladung weg. Ich werfe eine Sprengladung. Hat zwar nicht den gewünschten Effekt gehabt, hat aber ausgereicht. Aber hier, gut gesehen, Wolfie nicht reagiert. Joshi hier setzt sich gegen Ferrer durch. Hier der Ecke nochmal gut gehalten. Aber Catcher und hier fällt Akira gegen Haze One. Aber die Angreifer können sich durchsetzen. Hier Syntex den letzten Track gemacht gegen Catcher. Nochmal am Ende sehr hart gepusht. Und hier auch nochmal dieses Duo, was man gerade schon mal unten gesehen hat, wie sie den Legion wegholen. Unglaublich. Matchball. Jetzt wird es nochmal spannend. Das ist das, was PKU jetzt hier solide gemacht hat. Schon am Anfang sehr früh die Führung ausgebaut. Nicht lange mit sich spaßen lassen, hier im Angriff gezeigt. Wir wollen den Sieg. XGR versucht noch bis zum letzten Sekunde gegenzuhalten. Hat leider nicht funktioniert. Aber hier 5:1 Matchball-Situation. Jetzt geht's ums Ganze. Jetzt heißt es für XGR Team Eagle schwitzen, 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 schwitzen. 5 Runden hintereinander müssen gewonnen werden, um diesen Matchball abzuwenden. Und das wird keine leichte Aufgabe. Hier wird nochmal getauscht, der Vigil wird durch Impuls ersetzt. Aber Waffenlager, Schränke, Archiv wird nochmal gepickt. Hier von PKU nochmal dieselbe Aufstellung wie aus der letzten Runde. Und mal gucken, ob sie sich das Ganze jetzt eure Bomben vor der Entschärfung durch die Angreifer holen können. Der erste Sieg hier in der Gruppenphase. Jetzt müssen wir nochmal sehen, nochmal Gas geben, nochmal schwitzen. Hier nochmal anfeuern für XGR und PKU. Na gucken, wer das Rennen jetzt hier macht. Die letzte Runde könnte es schon gewesen sein. Angreifer haben eine Bombe lokalisiert. Aber wie uns das Ganze immer gezeigt hat, es ist noch nichts es verloren. Noch 10 Sekunden. Wir haben schon viel spannendere Matches gesehen. Hier, Catcher ein bisschen Hits gezogen gekriegt. Das Bombenentschärfungsgerät wurde zurückgeholt. Aber ist doch viele Angreifer verlaufen. Ist das Entschärfen einer Bombe. Hier, Rampage macht sich einsatzbereit auf den Spin. Jetzt muss natürlich gesucht werden. Ist ja auch, wenn er erstmal eine Schutzschutz macht sich oben einsatzbereit.
Hier wird die Main Door aufgeschossen, aber Rampage passt natürlich auf. Bisher fährt die Drohne auch nur vorbei. Bisher kam noch nicht der Call oder konnte man ihn sehen. Yoshi guckt hier nochmal nach, aber nicht. Eine Bombe wurde lokalisiert. Puls natürlich hier, Rampage passt natürlich gut auf. Muss jetzt natürlich gucken. Da sieht er schon die Füße. Das reicht ihm aber noch nicht. Ich dachte, er kommt immer weiter auf, weiter auf. Aber hier kommt direkt die Frags. Rampage, gut aufgepasst. Setzt sich hier gegen Yoshi durch. Weiß, da ist noch irgendwo irgendwer. Jetzt muss die Ash natürlich gucken, aber guckt hier auf die Fenster an. Und verackert hier erstmal Legion. Legion gut Hit gezogen mit 1 HP, aber wie viel genau? Und jetzt nicht ohne. Angreifer haben den Bombenentschärfer zurück. Aber hier konnte sich die Twitch-Runde leider nicht durchsetzen. Aber hier der Nebel Syntax hier, der Double Frag. Bringe C4 an. Ich sprenge. Ich gehe kaputt. Double Frag hier von Syntax. Nubi holt hier Farah raus. Haze One Trailer. 1-4 Situation. Der Puls direkt vor seiner Nase. Setzt sich nicht durch. Und Thermal platziert in aller Ruhe das Ding runter. Sehen wir hier von den Revolver-Kill und wir sehen ihn. Nubi setze ich mit dem Revolver gegen Rampage durch und damit ist es durch. PKU Esports setze ich hier gegen Team Eagle XGR durch. Damit der erste Sieg im Turnier, im Auftakt hier für PKU. Und trotzdem nochmal an beide Teams. Gut gespielt, gut Kampfgeist gezeigt, gut Gas gegeben. Und hier sehen wir nochmal das ganze Scoreboard, wie die Top-Fragger verteilt sind. Hier natürlich sehr schön. Leider nicht viel von Farah gesehen. Aber manchmal ist das so. Für die Jungs und Mädels ist es noch nicht gegessen. Es geht jetzt erstmal weiter. Es ist noch nichts verpasst. Klar, erstes Gruppenspiel verhauen, aber es warten ja noch zwei weitere Matches. Das heißt, man kann sich immer noch hochspielen, man kann immer noch die Gruppenphase überstehen. Und ja, ich bedanke mich bei allen meinen Zuschauern. Ich bedanke mich bei der DSBL, bei unseren Sponsoren. Und ich muss natürlich jetzt leider ein bisschen hinne machen, weil direkt der nächste Stream gleich anfängt. Ja. Recht herzlichen Dank, viel Spaß. Jetzt erwartet euch die unglaubliche Mrs. Heels, die natürlich direkt das nächste Match fertig macht. Packer, Clan vs. Ruffian. Und danach seht ihr bei ihr Unbreakable vs. Sir Esports. In diesem Sinne, adieu, gute Nacht, tschüss.